Hallo, moin, willkommen bei Review Mirror. Ja, eigentlich rege ich mich ja nicht mehr so viel auf, beschäftige ja viele Leute und Trolle, die ahnungslos irgendwelchen Stuss retweeten oder tweeten oder beantworten oder provozieren wollen. Es trug sich zu, dass gestern hier im Saarland bei uns, genauer in Losheim-Rissental an der Landstraße, ein Windrad in Brand geriet. Das Ganze sah wohl relativ spektakulär aus hier. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Wenn nicht, blende ich das Bild so ein. Und ich habe es ja schon erwartet. Aber ich will eigentlich nur mal die Kommentare vorlesen. Ohne Wertung. Und ihr könnt dann unten entscheiden in den Kommentaren, was ihr davon so haltet. Der Tweet wurde 70.200 Mal angezeigt. Es gibt 122 Retweets. Es gibt 64 zitierte Tweets. Und es gibt 237 Gefällt-mir-Angaben. Erster Kommentar. Das böige Wetter scheinen manche Windkraftanlagen nicht zu vertragen, aber es sind ja nur vereinzelte und vermutlich ältere, oder? Werden nach so einem Brand eigentlich die Umweltfolgen, geschmolzenes Plastik im Boden, beseitigt? Dazu musste ich einen Kommentar schreiben und habe geschrieben, ja, vom Säuberungstrupp, der den Silvester-Böllermüll wegmacht. Sorry. Dann kam da noch eine Antwort runter, das ist noch das Geringste. Viel schlimmer sind ja die hochgiftigen Kohlefasern. Das reichen keine 500 Meter, wenn Wind geht. Nächster Kommentar. Trümmerteile auf mehrere hundert Meter. Die Energiewende wirkt. Glaube, jeder kann sich vorstellen, wenn da in den Waldgebieten, wo diese Anlagen auch stehen, etwas Ähnliches passiert. Ich konnte mich auch da nicht zurückhalten, meinen Reply. Ganz ohne Windrad, Doppelpunkt. Im Waldbrand Sommer 22 seien bis Mitte August allein in Deutschland fast 4.300 Hektar Wald bei Großbränden von mehr als 30 Hektar verbrannt. Die verbrannte Fläche liege damit um mehr als dem Fünffachen des jährlichen Durchschnittswerts von knapp 776 Hektar seit 1991. Nächster Kommentar. Zum Glück kein AKW. Nächster Kommentar. Ist doch noch gar nicht Silvester. Nächster Kommentar. Advent, Advent, das Windrad brennt. Nächster Kommentar. Windkraftanlagen als Leuchtturmprojekt der links-grünen Regierung läuft bei euch. Mich interessiert die Anzahl solcher und ähnlich gelagerter Vorfälle in Deutschland, ja, letzte x Jahre. Kleine Anfrage, AfD im Bundestag, Fragezeichen. Nächster Kommentar. Tolles Foto. Nächster Kommentar. 3, 2, 1, aber es ist ja nicht radioaktiv. Nächster Kommentar. Der größte Feind der WKAs, der Wind, kann man fast gar nicht glauben. Darunter vier Bilder von umgestürzten, eingeknickten, abgebrannten Windrädern. Nächster Kommentar. Der Traum eines jeden Feuerwehrmannes. Du stehst daneben und schaust nur hilflos zu. Schlecht gelaunter Smiley. Nächster Kommentar. Gut, dass die Abstandsregeln gekippt werden sollen. Wait! Punkt, Punkt, Punkt. Nächster Kommentar. Die sollte wohl Wärmekraft... Und irgendwelche Lachsmilies und Klatsch und Daumen hoch. Nächster Kommentar. Irgendwie Punkt, 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 schön. Nächster Kommentar. Sind das nicht die so heilig gesprochenen Erneuerbaren, die unsere angehende Energiekrise entscheiden? Zum Glück sind aber nachhaltig und sehr umweltfreundlich. Nächster Kommentar. Erinnert mich ein bisschen an die brennenden Kreuze vom Ku Klux Klan. Nächster Kommentar. Da fliegt jede Menge giftiger Sondermüll durch die Gegend. Die Rotoren sind aus GFK. Nächster Kommentar. Ursache ist eine heiß gelaufene Bremse. Es war zu viel Wind. Nächster Kommentar. Advent, Advent, ein Windrad brennt. Erst eins. Leider ist die Adventszeit vorbei. Aber nächstes Jahr dann. Nächster Kommentar. Nicht das erste und bestimmt auch nicht Punkt, 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 Punkt. Nächster Kommentar. Ist jetzt nicht wirklich klimafreundlich, oder? Nächster Kommentar. Die Kommentare, top, Daumen hoch, lachender Smiley. Nächster Kommentar. Oh shit, das müssen wir dann wohl zahlen, Smiley. Nächster Kommentar. Rein optisch erinnert an die brennenden Kreuze des Ku Klux Klan. Nächster Kommentar. Wird lustig, wenn sowas im Sommer mitten im trockenen Wald passiert. Nächster Kommentar. Wie romantisch. Was brennt denn da noch hinten rechts am Horizont? Nächster Kommentar. Deutlich erkennbar, hinten am Horizont brennt das nächste. Nächster Kommentar. Hat Altmaier ein Alibi? Nächster Kommentar. Ein Adventswindrad. Nächster Kommentar.
Deutschland geht eben in Sachen Energiepolitik als leuchtendes Beispiel voran. Punkt, Punkt, Punkt. Nächster Kommentar. Hashtag Hochrisikotechnologie. Nächster Kommentar. Das werden wir noch oft erleben. Nächster Kommentar. Oh je, ich fürchte, wir müssen aus dieser Technologie jetzt aussteigen. Unfälle waren nicht vorgesehen. Nächster Kommentar. Wunderschön. Nächster Kommentar. Brennen die eigentlich CO2-neutral ab? Nächster Kommentar. Das wird sie ganz klimaneutral und schadstofffrei demontiert. Die Technik, die den Klimawandel aufhalten soll. Die Technik, die die Entstehung von Stickoxide und sonstige Gasen in der Luft verhindern sollte. Zwinker-Smiley. Anmerkung, Review Mirror, Rechtschreibfehler werden vorgelesen. Nächster Kommentar. Doch mit Kohlendioxidausstoß. Nächster Kommentar. Zum Teufel mit den Grünen. Nächster Kommentar. Sehr ästhetisch. Die Farbgebung ist wirklich klasse. Man könnte glatt ein Filmplakat daraus machen. Wer hat die Rechte an diesem Bild? Fragezeichen. Nächster Kommentar. Oh, danke für die Infos. Lassen Sie mich mal überlegen. Dann müssen wir ja wegen eventuell potenzieller Brände noch mehr Windkraftanlagen bauen. Beschleunigungsmaßnahmen sind ja schon beschlossen. Also alle melden, die noch genug Platz haben. Affen-Smiley, Kopfklatsch-Smiley, Schmunzel-Smiley. Nächster Kommentar. Sieht eigentlich hübsch aus. Statt Feuerwerk? Fragezeichen, Zwinker-Smiley. Bald habt ihr es geschafft. Nächster Kommentar. Sieht aus wie der Stern über Losheim, dem die drei Grünen aus dem Abendland folgen, um das Ökolandreich zu beschenken. Nächster Kommentar. Und manche Vögel werden ihr Glück noch nicht mal wahrnehmen, dass durch diese Windmühle mittelalterliche Energiegewinnungstechnik weniger nun ihr Leben gerettet wird. Welch Tragik. Tränenlach-Smiley. Nächster Kommentar. Ich wusste gar nicht, dass Wind brennt. Zwinker-Smiley? Nee, Staune-Smiley. Nächster Kommentar. Silvester ist doch erst am Samstag. Dachte, die Öko-Fuzis verzichten darauf. Nächster Kommentar. Auch durch die Blitze ist es schon zu Windradbränden gekommen. Jetzt stellt euch diese Windräder in Wäldern vor. Nächster Kommentar. Wie kann das zu brennen beginnen? Also was muss da passieren? Wenn ich mir vorstelle, dass das in Burgenland passiert, wo die reihenweise nebeneinander stehen. Nächster Kommentar. Nehme ich als neues Hintergrundbild. Nächster Kommentar. Schönes Bild, bitte mehr davon. Nächster Kommentar. Tolles Hintergrundbild. Nächster Kommentar. Jetzt gibt's nicht nur gehäckselte Vögel, sondern auch noch gebratene. Die Grünen, Hashtag Grünen, bringen Fortschritt. Dann ein Bild vom Schlaraffenland. Die gebratenen Tauben fliegen in den Mund. Nächster Kommentar. Und das im Dunkeln. Was da wohl die Energiestatistik sagt. Herr Habeck, bitte springen Sie. Nicht ein, aber hoch. Nächster Kommentar. Das Bild ist Deutschland 2022. Die Energiewende in Flammen. Nächster Kommentar. Cooles Feuerwerk. Weiter so. Nächster Kommentar. Ja, ist denn schon Silvester? Dürfen die das? Da geht sie hin, unsere erneuerbare Energie. Naja, erneuert werden muss die Windkraftanlage auf jeden Fall. Ich trage sie zum Massengrabe. Punkt, Punkt, Punkt. Darunter ein Bild mit einem Radlader, der Windräder oder Flügel verbuddelt. Meinem Quellennachweis aus Amerika wurde das mal gemacht irgendwann. Nächster Kommentar. Knall, Rauch und Feuer. Böllern ist vor Silvester komplett untersagt. Nächster Kommentar. Schöne neue Ökowelt. Nächster Kommentar. Das sieht ziemlich cool aus. Augen-Sternchen-Smiley. Für so einen Anblick lasse ich mich freiwillig nachts aus dem Bett klingeln. Nächster Kommentar. Der Soundtrack dazu, YouTube-Link, mache ich jetzt nicht auf. Das Sinnbild für Deutschland. Nächster Kommentar. Besteht auch in mehreren hundert Metern Gefahr. Zitat. Puh, wie gut, dass es die 10H-Vorschrift gibt. Da sind wenigstens die Wohnhäuser außer Gefahr. Nächster Kommentar. Hauptsache, wir verbieten Böller an Neujahr. Nächster Kommentar. Strom- und Wärmeerzeugung in einem. Das ist Innovation, die Deutschland braucht. Nächster Kommentar. Fernwärme. Nächster Kommentar. Lass doch die Scheißdinger einfach brennen. Nächster Kommentar. Und diese Dinger will man bei uns in ein Naturschutzgebiet aufstellen und 50 Hektar Wald roden. Nächster Kommentar. 4 Champagnerflaschen und irgendein tanzendes Mädel in einem GIF. Nächster Kommentar. Wo genau habe ich geschrieben, dass in Deutschland AKWs gebrannt haben? Vielmehr kann man es auf Dauer nicht verhindern, dass es bei Maschinen zu Unfällen Schäden kommt. Ein Windrad brennt runter, beim AKW strahlt es im schlimmsten Fall dann vor sich hin. Nächster Kommentar. Stromlücke droht. Deutschland muss ab sofort bis 2029 täglich 6 neue Windräder errichten. Laut Handelsblatt sind wohl mehr, Anmerkung Review Mirror, mit klimafreundlichen Materialien errichtet und nun klimafreundlich abgefackelt. Na bravo. Nächster Kommentar. Ein Dorf ohne Strom? Fragezeichen.
Naja, bringt kaum Strom, belastet die Umwelt, Tiere kann man nicht recyceln. Wer hat sowas eigentlich zugelassen und warum bezuschusst? Ich rieche da kranke Geldgeilheit. Eventuell sollte sich wer was einfallen lassen, was den Bau solcher Dinger von Grund auf untersagt. Nächster Kommentar. In diesem Windrad spiegelt sich die Lebenseinstellung der Aufstand Last Gen wieder. Keinen Bock auf Arbeit. Nächster Kommentar. Scheiße am Bau. Ob dort schon unsere neuen Facharbeiter beteiligt waren beim Bau? Nächster Kommentar. Schlimm, diese Umweltsünden. Wer meißelt eigentlich die Fundamente aus dem Boden, wenn man die Dinger stillgelegt hat? Nächster Kommentar. Mit Atomkraft wäre das nicht passiert. Nächster Kommentar. Die Dinger sind ja richtig sicher und umweltfreundlich. Nächster Kommentar. Kontrolliert abbrennen lassen, in Anführungsstrichen. So wie alle anderen brennenden Windräder in der Vergangenheit auch schon. Ist ja nicht das erste Mal. Und Link zu Brand bei Freienstein mit brennendem Windrad. Ist das diese Hochrisikotechnologie, Hashtag, von der die Hashtag Grünen immer reden, Fragezeichen? Ursache für zerstörtes Windrad an der A1 in Euskirchen, immer noch ungeklärt, von radioeuskirchen.de, war ein Link noch dabei. Letzter Kommentar, ihr habt es geschafft. We in Sweden were counting on your windmills to provide us with electric power. Our crazy politicians destroyed the nuclear plants here. At Sverige Riksdag, at Svenska Kraftnat, at Vattenfall Group. Das war's. Dann lasst mal hören. Was denkt ihr darüber? Ich wünsche euch was. Bleibt stabil, gesund. Fragen, Kritik, Anregungen runter in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin.